Hallo und ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 1. Ich bin Trollhunter 1000 und wie ihr sehen könnt, habe ich die Auflösung aufs Niedrigste gestellt, denn ich habe gemerkt, die Qualität bei den letzten Videos war wirklich totaler Sche. Und jetzt probiere ich, ob es, wenn ich die allgemeine Auflösung niedriger drehe, dann in euren Videos zumindest gleich gut ist, die Auflösung. Deshalb auch nur das 4:3 Format. Ja, wie gesagt, ist nur ein Test. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir letztens getan haben. Genau, wir sind jetzt zu Diego gegangen, weil wir was gelernt haben. Und zwar haben wir uns, zwar können wir jetzt ein besseres Schwert benutzen, nämlich das grobe Schwert. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wieder zurück zum Zeckenlager. Aber was? Ich höre nicht mehr auf das. Und dort werden wir schauen, ob wir schon gegen die Blutfliegen, ob wir es schon gegen die Blutfliegen schaffen. Da sehen wir ein paar Buddler. Jetzt bin ich leider den langen Weg gegangen, aber das seht immer noch etwas Neues. Wir können gleich hier an diesen Blutfliegen testen, ob wir denn fähig sind, sie zu töten. Ja, sind wir. Gut, wir brauchen nur 2 Schläge. Das ist natürlich gut. Das ist sehr, sehr gut. So, also nochmals. Falls die Auflösung bei euch jetzt trotzdem noch so mies sein sollte, das ist nur ein Test, nur ein Testpart. Ob es denn so besser ist, wenn ich sehe, es ist nicht gut, werde ich ab dem nächsten Part natürlich alle Teile in HD hochladen. Obwohl ich eigentlich finde, das ist nicht nötig, aber sonst habt ihr ja hier nur die Scheißqualität mit 360p und das ist ja wirklich miserabel, vor allem wenn es dunkel ist, erkennt man fast gar nichts bei euch in einem Video. Wie ich sagte, deshalb habe ich allgemein die Auflösung etwas niedriger gestellt. Aber jetzt gehen wir hier zu den Scavengern und ich esse jetzt selber etwas gebratenes. Ich habe gesagt, du sollst das. Oh, falsche Taste. Ja, keine Makrotaste zugewiesen, ich habe es kapiert. So. Und jetzt kämpfen wir gegen die Scavenger, die wir mit einem Schlag sogar schon platt machen. Das ist doch gut. Und die haben ebenfalls rohes Fleisch wieder bei sich. Und jetzt würde mich interessieren, welche Level wir sind. Ah, welche Taste ist das nochmal? C, oder? Oder. Nein. S. Wir sind Stufe 3. Und wir benötigen 5000, um auf Stufe 4 aufzusteigen. Gut. Da sehen wir wieder Scavenger. Und einen Scavenger und Warane. 2 Scavenger, aber da sind mir die Warane zu dicht dran. Da traue ich mich noch nicht. Ich halte mich da lieber raus. So. Jetzt gehen wir hier vor den Mauern vom alten Lager. Und wie gesagt, jetzt habt ihr mal den einen anderen Weg zum Zeckenlager gesehen. Nicht gleich durch den Ausgang raus, sondern durch den Nordausgang. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Haben wir ja nicht eine Karte? Nein, haben wir nicht. Die werde ich dann. Das ist natürlich auch schön. Oder haben wir eine? Kann ich direkt. Doch, wir haben eher eine. Aber nur eine zur alten Mine. Gut, aber die reicht vorerst. Ich kenne mich ja gut genug aus. Eigentlich bräuchte ich gar keine Karte, aber. So. Ah, und noch etwas. Falls ich dann den nächsten Part in HD hochlade, werde ich die Auflösung bei mir etwas niedriger drehen müssen, da, wenn ich sie auf vollste habe, natürlich das Format meines Bildschirms gewählt wird. Das ist 16:10. Aber dann werde ich die Auflösung so drehen, dass es 16:9 ist. Denn dann habt ihr im Video ein volles Bild. Auch wenn dann bei mir die Auflösung etwas niedriger ist. Ihr könnt dann ein Vollbild genießen, falls ihr eine 16:9 Bildschirm habt. Ohne schwarze Ränder. T
Ozean bei diesem Video. Wenn ihr einen 4:3 Bildschirm habt, könnt ihr dieses Video in vollen Zügen genießen, im Vollbild. Aber heutzutage haben, glaube ich, nicht mehr besonders viele Leute einen 4:3 Bildschirm. Ja, hüpf. Wenn er hüpft, ist er um einiges schneller, als wenn wir mit ihm normal gehen. Da gibt es gar keine Gegner mehr hier auf dem Weg. Fällt mir auf. Doch, da sind noch Scavenger. Schön. Die können wir noch fertig machen. Okay, und haben uns gar keinen Schaden gemacht, weil wir viel zu schnell sind. Und viel zu stark für sie. So, jetzt kommen wir zum Glück eh bald an im Sektenlager. So. So, und wie gesagt, gehen wir jetzt. Halt, zuerst werde ich das hohe Fleisch, das wir haben, braten. Da muss ich mich aber so hinstellen. Das ist ein nicht besonders lustiges Minispiel. Immer Steuerung raufdrücken. Dann legt er das Stück Fleisch in die Pfanne bzw. nimmt es wieder hinaus. Das muss man für jedes Stück Fleisch so machen. Okay, gut. Wir haben jedes Stück gebraten, das wir haben. Das ist der Spielstand, den wir überschreiben. Also, gehen wir hier entlang an Baal Netbeck, glaube ich, heißt der, oder? Ja, genau, der Verrückte. Und gehen hier nach hinten vorbei und nehmen uns hier die Pflanzen, die es hier gibt. Das sind Heilkräuter. Halt, heb's auf. Okay, und wir hüpfen weiter. Das sind Sumpfhaie, die sind uns noch zu stark. Das ist jetzt ein etwas längerer Weg dorthin. Aber den will ich euch nicht vorenthalten, damit ihr auch wisst, wo das denn ist. So, da müsste es gleich sein dann. Dann pflücken wir hier einmal die Heilkräuter, die wir hier finden. So, beziehungsweise die brauchen wir dann noch einmal für eine Mission, diese mit diesen vier Orangenen. Das sind nämlich die stärksten Heilkräuter und die brauchen wir dann noch einmal für eine Mission. Aber was wenn das ist, werdet ihr dann schon merken. Ja, bitte kann die Blutfliege hier nicht weg. Die macht mich nervös. Ja, ich hab's gecheckt, du willst mich stechen. Aber du kannst es nicht. So, boah. Scheiße. Komm zu den Noviten, die hauen dich sowieso platt. Und ich. Ja, die fliegt schon weg. Gut, dann heilen wir uns mit Fleisch. Mit gebratenem Fleisch. Warum rennt der weg? Ach so. Was macht denn der da hinten? Wer, das ist der mit dem Namen. Wenn das der mit Namen ist, dann gibt es Ärger. Wenn der jetzt stirbt. Nein, gut, das ist der mit Namen. Der andere kann mir egal sein. Das ist eine normale Novize. Was macht ihr hier?
Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ja. Wir können ihm nämlich nicht einfach so sagen, dass die Blutfliegen weg sind. So schlau ist er, dass er merkt, dass da in der Nähe noch welche sind. Aber wie wir gemerkt haben, brauchen wir nur 2 Schläge, um Blutfliegen zu töten. Allerdings brauchen sie auch nicht viele Stiche, um uns zu töten. So, also gebratenes Fleisch. Nochmal gebratenes Fleisch. Und jetzt gehen wir hier zu den 2 Blutfliegen da oben. Ja, komm runter, du feige Sau. Flieg nicht so weit oben. Gut. Scheiße. Ich das hasse, wenn es so rumfliegt. Gut, der eine ist schon platt. Komm. Scheiße. Rede ich nicht so beschissen. Ah, das ist mir zu hüpf gefälligst. Hüpf! Boah! Erst hüpf weg. Ich hab gesagt, du sollst weghüpfen, dann hast du auch weg zu hüpfen. Na. Was soll denn das? Was sollte denn das jetzt? Ich bin doch nicht aus der Barriere rausgerannt hier jetzt. Das ist doch ein Schmarrn. Gut, aber ich würde sagen, hier beende ich den Part. Ich nehme gleich einen neuen auf. Also, ich schaue nur, ob das jetzt... Ich werde den Part jetzt bearbeiten und schauen, ob die Qualität halbwegs ansehnlich ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao.